Hallo Vespa-Fans! Und da haben wir mal wieder eine Vespa BK50 heute hier im Angebot. Fangen wir mit der Historie an. Wir haben einmal Betriebserlaubnis, eine Bedienungsanleitung und einmal Zündschlüssel. Die Vespa ist aus 92. Erste Mal eingetragen auch 92. Ja, Vespa BK50 XL2 ist das. Die Vespa BK50 ist fahrbereit und funktionstüchtig. Gelaufen hat sie schon 29.500 Kilometer. Die Vespa, die ist noch in der Werkslackierung. Sehr schöner Erhaltungszustand mit kleinen Gebrauchsspuren. Ja, wird man schon was finden ringsrum, aber minimal. Gehen wir mal hier über den Rahmen. Andere Seite auch sehr schön. Minimale kleine Gebrauchsspuren, die wir jetzt so nicht erkennen können. Das Sitzbankleder habe ich neu drauf gemacht. Vergaser gereinigt und so weiter. Der ist aber auch neu reingekommen. Neuen Benzinschlauch drauf gemacht. So, schauen wir mal in den Tank rein. Muss mal noch das Lämpchen anmachen. Der ist auch mal ausgespült worden. Das passt auch. Sitzbank von innen. Ja, optisch ist das schon ein Leckerbissen. Sieht schon wieder richtig gut aus nach meiner Aufbereitung hier. Sehr schön. Sehr schöner Erhaltungszustand. Ja, ich habe die ja jetzt auch einmal auf links gedreht, bin hier mit meinem Werkzeugkoffer durchgewandert durch den Roller. Und die Videos, die ich jetzt während der Aufbereitung gemacht habe, die können wir ja jetzt mal alle hinten dran schmeißen, mal einblenden. Zack. Jo, BK50 haben wir hier. BK50 XL2 aus 92. Die haben wir jetzt hier teilzerlegt. Die kriegt jetzt von mir einen Liebhaberservice. Wird alles gereinigt, gemacht. Hier drinnen wird noch, habe ich schon mal angefangen, ein bisschen auszusaugen. Vergaser kommt noch raus. Vergaser reinigen. So allgemein sehr guter Zustand, Erhaltungszustand, kein Winterbetrieb, kein Rost und nichts. Das ist schon mal gut. Ja, und die Teile hier, geht morgen alles in die Waschanlage. Dann werden wir sie erstmal grundlegend reinigen, von unten und oben und von allen Seiten, wie immer. So, der Roller liegt auf der Seite. Bevor wir jetzt in die Waschanlage fahren, Waschstraße, was mache ich da immer? Ich sprühe das immer alles, den ganzen Schmutz hier, mit so einem Leichtlauföl ein, dann kann das schön über Nacht einweichen. Und dann fliegt das morgen alles weg. Das sieht aber da aus wie neu von innen. Ist auch gut erhalten. Den machen wir wieder blitzeblank jetzt. Bestimmt nach über 30 Jahren die erste Großoffensive hier im Reinigungsprozess. Ja, wenn ihr das selber machen wollt mal, dann müsst ihr dran denken, euch ein paar Reifen mitzunehmen zum drauflegen wegen dem Kickstarter. Tank leer machen oder ausbauen, ist auch wichtig. Sehr hartnäckig der Schmutz hier, aber ich habe es eingeweicht gestern. Da müsst ihr richtig drauf knallen hier. So, jetzt sieht es wieder vernünftig aus hier. So, haben wir den Vergaser mal zerlegt. Der sieht top aus, nichts verharzt oder so. Den müssen wir nur reinigen. Dann ist der wieder Einbau fertig. Wie immer, Benzinschlauch, Hartplastik, kommt auch alles neu. Lass den aber trotzdem hier übers Wochenende im Waschbenzin stehen und am Montag wird das ordentlich ausgepackt.
Blasen ausgepustet, die haben auch Düsenreiniger. Und dann schaue ich auch mal, was da in die Düse drin ist. Ich will es jetzt nicht wieder rausnehmen. Vielleicht haben wir auch eine etwas größere, dass ein bisschen fetter läuft und 3 km/h schneller fährt. Schauen wir mal. Ja, auf die frische Felge hier, da habe ich jetzt hier so einen Heidenau-Reifen drauf gemacht. Er ist zwar schon ein bisschen älter, aber halt auch unbenutzt, so gut wie. Gummi ist weich. Und hier habe ich eine komplette Felge mit Reifen rausgesucht. Auch noch gutes Profil, auch fast noch nicht gelaufen hier. Die kann man erstmal nutzen. Die vorne und das mache ich hinten drauf, das Profil. Die Seitendecker hier, die waren ja schwarz. Die habe ich jetzt selber mal frisch geduscht. Ja, es ist schon vernünftig geworden. Jedes Lackzentrum macht das natürlich 10-mal besser. Ich habe sie halt geschliffen, grundiert, gefüllert, lackiert. So sehen sie erstmal wieder gut aus. Wer es perfekt haben will, muss er halt den teuren Weg gehen. Lackzentrum. Bremse vorne habe ich gesehen, die ist nicht mehr viel. Da müssen wir jetzt auch neue Belege noch drauf machen. Ja, die alten Belege, die haben es erlebt. Machen wir jetzt neu drauf. Bremstrommel reinigen. Hier alles sauber machen. Dann auch gleich hier die Lenksäule mit reinigen und hier drin. Dass das alles wieder wie neu ausschaut und voll funktionstüchtig ist. Die Bremstrommel hier. Ja, beim nächsten Mal müsst ihr eine neue besorgen. Ja, und so geht eine Stunde nach der anderen drauf hier. Jetzt kannst du erstmal den jahrelang Bremsstaub hier aus der Bremstrommel auswaschen, entfernen. Dann fertig mit Reinigen, kannst du wieder bremsen die nächsten Jahre, die gute. Und die neuen Belege sind drauf. Schutzwachs, transparent, machen wir jetzt noch ein bisschen rein in die Karosse. Auch hier um den Auspuff drumherum und hier unten, ja, da wird es natürlich ein bisschen stinken, wenn der Auspuff dann heiß ist, aber so ist das halt. Jo, da sollte man vielleicht auch mal gegebenenfalls mal sich einen neuen, schönen, guten Sito drauf machen, dann läuft die auch wieder wesentlich schneller. Ja, das ist ja klar, wenn die Abgase richtig rauskommen. Das ist ja nun schon ein Jahrzehnte alt, das Ding. Dann laufen die immer 1, 2, 3 km/h schneller. Ja, wenn wir einmal hier unten sind, können wir auch gleich mal hier über den Motorfilm. Meistens ist das ja immer hier alles weggekratzt. Das ist bei den BKs nicht, weil da der Schutz noch drauf kommt. So, dann filmen wir nochmal hier vorne rein. Bis zu der Kante habe ich jetzt Wachs drauf. Von unten geschützt. So passt das, glaube ich, neu. Geht aber noch geil. So, hier auf die Schaltklaue machen wir auch noch mal ordentlich Fett drauf. So, jetzt wollte ich die Felge drauf machen und dann sehe ich, dass die Rotation nicht stimmt. Da dreht ja in die Richtung beim Fahren. Doppelte Arbeit. Macht aber nichts. So, jetzt passt wieder. Super Freilauf. Und oh, kein Klackern im Rad, nur ein ganz kleines, minimales Spiel, was wir alle haben. Passt. Und die Sitzbank hier, die hat von mir jetzt auch ein neues Leder bekommen. Ja, sieht so aus wie neu. Ja, Schätzelein, du sollst die Katze ja nicht im Sack kaufen. Da steht die Kleine wieder auf eigenen Reifen. Jetzt habe ich noch mal ein paar alte Reifen rausgesucht. Da werde ich noch einen Heimbringer zusammenstellen, gegebenenfalls zerlegen und lackieren. Schauen wir mal. Wir haben ja hier diesen Reifenhalter mit dabei. Für hier unten. 2,45 Bar habe ich jetzt auf diesen Heimbringer drauf gemacht. Heidenau, made in Germany. Ja, Felge ist auch okay, die ich hier genommen habe.
Auch hier vorne an der Lenksäule haben wir alles entrostet und poliert. Sieht sogar aus wie neu hier. Bevor wir jetzt hier das Ding drauf machen, weil es eh eingerissen ist hier, habe ich noch eine schöne Chromkappe gefunden, hier, die wir hier drauf machen. Das ist doch mal wieder eine ET-Serie. Das sieht doch geil aus, oder? Hier in dem Innenbereich, da haben wir auch alles gründlich gereinigt, jetzt bevor wir wieder den Vergaser drauf machen. Und da können wir auch gleich nochmal hier hinten rein filmen, damit ihr diesen hervorragenden Zustand seht. Und dann machen wir jetzt noch einen Spritzer transparenten Schutzwachs rein, und dann ist es auch versiegelt hier. Egal. Jo, hier hinten habe ich diesen Schmutzfang mal runter gemacht. Und da können wir auch mal drüber filmen. Hier sieht es auch super aus. Kein bisschen Rost. Ist ja der Hammer. Der ist auch von außen ein bisschen angegriffen. Den werde ich jetzt nochmal lackieren, reinigen und lackieren von außen. Die Seitenhauben sind auch vom Lackbild recht gut geworden. Außer hier haben wir so einen kleinen Lackeinläufer. Kann ich jetzt nicht nochmal neu lackieren. Da müssen wir mit einem Aufkleber nachhelfen. Jo, nützt nichts. Die Bohlradabdeckung, die habe ich auch gereinigt, geschliffen, grundiert, und es kommt nochmal beidseitig schwarze Farbe drauf. So, jetzt können wir die Abdeckung noch 2, 3 Stunden über den Ofen abtrocknen lassen. Scheinwerferreinigung von innen. Birnchen müssen wir auch noch reinigen, ist auch Milchglas. Züge alle eingeölt. Ja, Liebhaberservice nennt man das. Wie so oft ist im Leben nur eine kleine orale Spasme. So, jetzt haben wir alles wieder zusammengebaut. Jetzt wollen wir mal auf Probefahrt gehen. Erste Ausfahrt nach der Aufbereitung hier. So, dann wollen wir mal. Richtung, Augen Abblendlicht, Blinker. Ja,
Standgas, das muss nochmal richtig eingestellt werden. Das geht aber nicht jetzt. Da muss der erstmal richtig Temperatur haben, der Motor. Krach macht er auch. Das ist einfach der Hammer! Junge! Die erste Politur drauf jetzt. Lack gereinigt und poliert. Kommt ein schöner Roller zum Vorschein. Hier und da ein paar kleine Gebrauchsspuren wird man finden. Und hier vorne mache ich jetzt noch einen Rammschutz dran. Nämlich wenn man vom Ständer runter fährt, knallt man oft mit dem Fender irgendwo davor. Und der reißt ein und so weiter. Die Stelle ist nochmal prägnant und die Seitendeckel, wenn die aufgemacht werden, fallen raus, die sind immer zerkratzt. Aber das haben wir jetzt hier wieder im Griff. Dann schnipsen wir mal und das ist dann fertig. Zack. Jo. Fertig. So, die Seitendeckel habe ich jetzt auch alle eingestellt und immer schön, wenn das so aufmacht, mit dem Knie davor und auffangen hier. Sonst ist es ratzfatz. Und die sind dann wieder zerkratzt, die guten. Andere Seite genauso. Da habt ihr hier diese Öffner, einfach ziehen. Dann fällt das auf. Selbst den Farbton hier von den Seitendeckeln habe ich ja zu 99% getroffen. Das passt ja super, fällt gar nicht auf. Nee. Ja. Die Einzige, die mit den Spendenmomenten Probleme haben, ist die AfD. Ja, so langsam sind wir fertig mit dem Roller. Jetzt müssen wir noch diese wunderschönen Gummimatten drauf machen. Da empfiehlt sich es immer hier, habe ich schon oft gemacht, auch bei der BK, sich hier diese Trittleisten zu besorgen. Auch wenn jetzt hier diese Löcher drin sind für die Gummis, die werden relativ gut abgedeckt. Muss natürlich hier gecuttet werden, geschnitten werden hier oben, damit das drunter passt. Und das ist ja super gut erhalten, das Trittbrett hier. Das kann man ruhig auch auf Oldschool umbauen hier. Hier im Motorseite sieht es innen drin auch gut aus, haben wir ja alles gereinigt. Ja, Motor, der hat jetzt gestanden seit 15, 16, die letzten 7, 8 Jahre. Ich gehe mal von aus, dass das noch alles Werkszustand ist, dass der noch nie revidiert wurde. Also auch meine komplette Revidierung im Auge behalten. Was das angeht, so wie Simmerringe wechseln und Lagerschalen und so weiter. Mal spalten lassen den Motor in nächster Zeit. Neue Kupplung rein oder was auch immer. Ne? Das sollte man schon mal machen. Weil nach, keine Ahnung, ne? Das ist jetzt gut 30 Jahre alt, das Fahrzeug. Sollte man halt auch drüber nachdenken. Ja, jetzt machen wir hier noch, bevor wir die Gummimatten drauf machen, machen wir hier auch noch ein paar Spritzer Wachs drunter und dann passt das als Schutz. Und dann, was ich auch immer mit auf den Weg geben muss, dass solche alten Schätzchen hier, so 30, 50 Jahre alte Vespa-Roller, da hat man immer schwarze Fingernägel, sollte man schon mit dem Schraubenzieher umgehen können, weil hier muss man fünfmal mehr dran schrauben, wie bei einer neueren Vespa. Ne? Das muss einem klar sein. Also wenn ich den mir jetzt so als Daily Driver fertig machen würde, da würde ich jetzt neue Stoßdämpfer verbauen, hinten und vorne, weil diese Stoßdämpfer hier ab Werk, die tauchen eh nichts, die sind eh unterdimensioniert. Und die, was weiß ich, was die neu kosten, 50 Euro, kann man so alles lassen, wie es ist. Aber ein ordentlicher Stoßdämpfer hier vorne geht ab 100 Euro los. Ja, den Motor würde ich dann auch revidieren, wenn er als Daily genutzt wird. Vielleicht noch einen schönen Sito-Auspuff drunter machen lassen. Und ja, dann knattert die wieder richtig. Ja, und vielleicht sogar so ein 70-Kubik-Zylinder drauf, weil das ist schon ein bisschen, also bei mir hier im Hochsauerland ungeeignet. Da kriegt man ja mit 20 km/h die Berge hoch. Deswegen macht das hier wesentlich mehr Sinn mit 70 Kubik.
oder gleich einen größeren drauf machen. Bis 100, um die 30 Kubik kann man die Dinger ja umbauen mit dem 1919 Vergaser. Übrigens, der Vergaser, der hier drin ist, den habe ich auch gereinigt, der ist auch neu reingekommen. Ja, oder wenn man den jetzt nur als Geldanlage sieht, sich den in die Sammlung stellt, dann kann man das auch alles so lassen, wie es ist. Ne? Wenn man jetzt im Sommer einmal in die Eisdiele fährt und einmal am Baggersee, dann ist das auch okay so. Kann man sich alles in Ruhe mehrfach anschauen. Matten sind drauf, gereinigt und eingefettet. Ja, und dann habe ich noch euch noch ein kleines Bordwerkzeug zusammengestellt. Und hier so eine halbe Mappe draufgeklebt, damit ihr da eine Kopie von eurem Fahrzeugschein reinmachen könnt. Ja, das war's. Jetzt sind wir durch mit der Aufbereitung. Ja, da sind wir durch mit dem Roller hier. Auch wieder ein ewig langes Video geworden. Ja, da wisst ihr nun Bescheid, was mit dem Roller los ist. Fahrbereit mit Betriebserlaubnis, einmal Schlüssel anbei. Ja, macht schon gut. War die letzte Versicherung. Also hat er jetzt seit gut 5-6 Jahren gestanden. Kommt jetzt noch so ein kleines Statement von mir zum Abschluss. Das ist ein schöner Originalroller, schöner Erhaltungszustand, aber der ist jetzt nicht general überholt. Das heißt, Motor ist halt noch im Werkszustand und so weiter. Wer das halt sucht, komplett Generalüberholung, da müsst ihr halt direkt zum Vespa-Händler fahren. Da stehen die Fahrzeuge auch rum. Komplett überholt, mit allen neu gemacht, Motor revidiert und so weiter. Da kosten die aber in dem Zustand ab 2.500 Euro. Und hier, das ist was für Bastler, für Schrauber, die halt selber rumwerkeln können.
da, ja, da sind wir jetzt wirklich, kommen wir jetzt zum Schluss. Dann sage ich mal, Daumen hoch nicht vergessen, Abo machen. Wenn es der Roller nicht ist, dann ist es vielleicht der nächste. Dann wünsche ich was. Bis zum nächsten Vespa-Roller im Canalo Grande. Ciao. Ja, jetzt fällt mir noch was ein. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit bis Weihnachten. Vielleicht findet der sogar seinen Weg noch unterm Weihnachtsbaum. Ne? Ist ja noch, was haben wir heute, 15 bis zum 24. Dauert ja noch ein bisschen. Jetzt endlich. Tschüss. Weißt du Bescheid, nicht? Ne?